Ich das doch mal kurz dokumentieren. Das ist eine uralt Festplatte von meinem Freund Klaus. Sie ist vom Jahr 2010. Defekt schon gekriegt. Ich habe da nicht geglaubt, aber sie war, glaube ich, defekt. Jetzt liegt sie halt da. Das habe ich so oft gemacht. Und ich wollte eigentlich nur sagen, wenn die was richtig gut zumachen wollen, dann kriegen die das hin, die Industrie. Also das ist echt, da muss man brutal vorgehen, dass man da reinkommt. Das sagt mir immer, wenn sie was gescheit machen wollen, dann können die das auch. Das ist, warum die Sachen kaputt gehen. Es ist einfach, man glaubt es nicht, aber es ist geplant. Es muss geplant sein. Also jetzt meine ich jetzt nicht die Festplatte, bei der habe ich schon keine Ahnung, wenn die kaputt geht und was das jetzt liegt. Aber das Gehäuse habe ich so wunderbar zugehabt. Ne? Das muss ich jetzt mal sagen. Und warum ich mir jetzt da so diese Mühe mache, das aufzusprengen. Und zwar war da in Berlin bei dem Herrn Brandl, der Forscher Brandl, mit dem ich mich ab und zu getroffen habe, der hatte noch ein paar anderen im Schlepptau und da war einer dabei, der hat mir das erklärt, dass man da hin, damals habe ich mich mit Perpetuum mobile mittels Magnetismus beschäftigt. Also das sozusagen, die Idee ist ja altbekannt, den Magnetismus und die Gravitation gegeneinander auszuspielen. Und dann ein Perpetuum mobile dabei zu entwickeln, so einfach ist das. Ne? Ich habe dann auch mehrere Perpetuum mobile entwickelt. Zumindest hat es immer so ein paar Tage gedauert, bis man dann gemerkt hat, es ist doch keins. So, und das sind die Magnete. Die haben einen besonderen Namen, fällt mir jetzt schon nicht mehr ein. Amondyn? Nee, so hieß die Gruppe, glaube ich. Aber so ähnlich. Neodyn, aha, könnte sein. Und die sind saustark. Boah, echt irre. Aber wie so eine Festplatte funktioniert, ehrlich gesagt, da bräuchte ich einen, der mir das erklärt. Das ist anscheinend der Ableser oder so. Das da, wenn das hochgeht, dann läuft die hier. Ne? Da habe ich ja schon mal auseinander gebaut, das läuft ganz easy. Und da hinten sitzt anscheinend eine Spule drin oder was. Ja, man glaubt es nicht, ne? Und da wird dann, oder bin ich ja auch. Das ist ja ein interessantes Bild. Ich bin auf der Festplatte. Sieht aber alt aus, das stimmt. Nehme ich mal raus. Ich wollte nämlich gerade sagen, auf diese Festplatte kommt dann dieser ganze Dingerisch, den man sich im Computer an. Das ist eigentlich alles unglaublich. Ne? Da fange ich dann als immer an. Eigentlich müsste jeder Mensch in dieser Welt, der dort drüber nachdenkt, doch auf die Idee kommen. Sag mal, stimmt denn das, was wir hier erleben? Ist das wirklich so? Da ist jetzt alles drauf. Oder noch schlimmer ist, ich habe mal die Telefondraht hier auseinandergebaut und es waren nur zwei, glaube ich, wenn ich jetzt recht erinnere, zwei, da kommt das Telefon und bei mir halt auch das Internet an. Und da geht alles das durch, was man dann auf dem Bildschirm sieht. Ne? Das kann man einfach nicht glauben. Ne? Und manchmal denke ich, da fühlen sich die Leute auch immer gleich so, ach, du bist ja irgendein Spinner, da kannst du auch sowas nicht glauben. Aber das aus zwei kleinen Telefondrähtchen, die man kaum sieht, das gesamte Internet ins Schlafzimmer kommt, ne? Und du kannst gerade draufdrücken, was du willst. Und da sind die. Ja, das darf mich hier nicht weiter auslassen, aber was dann alles in dein Zimmer kommt, das Atomkraftwerk oder die Babys? Ja, oh Gott, das ist jetzt nicht sauer. Was weiß ich, nimm halt was anderes. Fahrradfahrer. Da kommt eine kleine falsche Kiste, bist du Wahnsinns? Ah ja. Jetzt ist ja ins Wohnzimmer leiten können. Achso, stimmt. Ins Arbeitszimmer, noch schlimmer. Okay. Jedenfalls mache ich das da raus. Und dann gucken wir mal. Das lässt sich ja da abheben. Das ist schön. Das muss ich schon mal zeigen hier. Ja, so. Zeigen mal. Siehst du mal, wie ich. Kann ich mit der Kamera nicht zeigen. Na, auf.
Zack, hast du gesehen? Das ist fest, weil das magnetisch fällt über das Magnetkraft. Die Dinger, die sind echt super geil. Nee, hast du den Fehler gemacht. Nicht super geil. Wo ist denn du jetzt? Ach, das da unten ist der, ja, da unten ist der Magnet. Die sind überhaupt nicht magnetisch. Falscher Vorführeffekt. Ach, das da ist er. Ist nur einer drin. Ich habe gedacht, da wären zwei. Ja, buddelt doch erstmal weiter. Und was ist das? Das ist dieser Ableser oder was weiß ich, was die da nennen. Da ist die Spule, oder? Was ist das? Ist das eine Spule? Guck mal, da was die basteln heutzutage. Ich solche Maschinenbauer, die finde ich ja faszinierend. Oder? Sowas zu bauen? Deswegen kann ich auch nichts wegschmeißen, wenn ich sowas in die Finger kriege. Also mir geht es wie den Ureingeborenen von irgendwo. Wenn man sowas kriegt, denkt man dann, boah, dabei ist das bei uns Massenware. Kommt zu glauben, ne? Aber das ist doch ihres Teil, ey. Guck dir das doch mal an. Das könnte doch von einem anderen Planet stammen, oder? Tja, tja, tja. Und das muss man jetzt rausholen. Und das da müsst ihr jetzt drehen. Achtung. Schon allein, wie das sich dreht, finde ich faszinierend, oder? Wow. Und das läuft. Und so eine Festplatte, die dreht sich da den ganzen Tag. Das ist alles. Da müsste man halt mal erklären. Aber wenn dann einer das genau erklärt, dann will man es schon gar nicht mehr wissen, ne? Weil es dann so genau wird. Ich finde es gut. So, jetzt muss ich den Magnet rausholen. Verdammt hartnäckig, jetzt geht doch alles in die Brüche, bevor das Ding da irgendwie mal was nachgibt. Ist das nicht fantastisch? Ich müsste so ein Ding da haben, wo man die aufschrauben kann. Muss man sich mal merken, so ein kleines. Zacke. Das ist er. Können Sie glauben, ich habe jetzt alles gedacht. Ich müsste das Ganze. Kaum zu glauben! Geht nicht weg. Wuff! No. Jetzt habe ich ihn weg. So, ist das andere Ding da unten auch ein? Nee, so. Nur das da. Das ist so stark. Kommen Sie glauben. Wow. Ich bin immer wieder begeistert. Und mit den Dingern wollte ich da dieses Perpetuum bauen. Nicht mit denen, ich habe mir anderen gekauft. In Berlin kann man ja alles kaufen. Da gibt es sogar eine Firma, wo man die ganzen Magnete bestellen und kaufen. Kann man direkt hinfahren in Steglitz. Und da habe ich mir da die Dinger geholt. Aber permanent mehr Magnete halt. So, und das hier, das ist doch fantastisch. Das ist das Nächste, was mich so fasziniert. Praktisch fast reibungsfreier Lauf. Also, wenn das ohne auf eine Magnetspitze laufen wird, das frage ich mich, warum die nicht miteinander auf sowas laufen. Und dann müsste das doch fast reibungsfrei sein. So hatte ich mir nämlich mal, ich habe doch mit dem Brand, den hatte ich vorhin erwähnt, dem sein Freund hat mir das gesagt. Habe ich das gesagt? Ich weiß schon mehr. Okay. Und da haben wir doch so eine Boje und in meine Boje, das ist eigentlich eine abgewandelte Brandl-Boje, da habe ich eine Auflagerung mit Magnet unten drin, mir ausgedacht. Ich habe es ja nie gebaut, ne? Immer nur ausgedacht. Und ich finde das ist wie die Magnetschwelle, also wie dieser, wie hieß der, Transrapid. Und da frage ich mich, da müsste das doch... Bei dem Brandl, der hat nämlich so ein Spielzeug, was weiß ich, aus China. Und da war so eine Spule, die lag in der Luft, permanent Magnet. Und wenn man an der gedreht hat, ist die praktisch gelaufen ohne Ende. Also Luftreibung hat die dann gestoppt. Und was das da ist, ob der läuft doch auch sagenhaft. Vielleicht ist da auch nochmal ein Magnet drunter. Wie kann der so schön laufen, so? Fantastisch, alles fantastisch. Naja, gut, ich habe es jetzt, da ist er. Der Magnet.
Nicht noch einmal da neu. Nee. Jetzt baust du das auch noch aus da. Oder? Nee. Geht's kaputt. Na, dann lass ich es halt drin. Das habe ich da hinten kaputt gehauen. Ja, so blöd. Hätte gar nicht sein müssen. Aber ich habe es vorne nicht weggekriegt. Das kann man abziehen. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ach, das ist ja irre. Da sind lauter Spule drin. Aha. Ist das ein Magnet da unten? Ah, das ist ein Magnet? Das ist so ein Ding, hä? Ich werde nicht mehr... Jetzt geht's nicht mehr raus. Muss ich wieder... Jetzt keine Ahnung, was passiert ist. Ich krieg's nicht mehr weg. Das gibt's doch nicht. Ich sehe jetzt auf dem Film drauf, so, wie das wirklich... Ne, wie es nicht, wie das abgezogen ist. Aber wie es aussieht. Ob ich es jetzt ganz... Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es ganz rausmache. Das ist doch irre. Ich es jetzt kaputt machen, lasse ich. Ich weiß nicht mehr, hatte ich die beide Scheiben raus oder nur eine davon? Und ich weiß auch nicht, warum es jetzt nicht mehr geht. Es war reiner Zufall, dass das abging. Das ist ja kaum zu glauben. Also gut, wenn man nichts davon versteht. Ja gut, aber trotzdem, es ist ja wie wenn man Abenteuerurlaub bucht. Ne? Das ist ja kaum zu glauben. Nur so kleine Festplatte. Irre. So, jetzt gehe ich in den Wald und hol Harz. Und da hat der Baummensch Thoma hat er gesagt, dass sein Großvater hätte eine Salbe draus gemacht. Eine Paste. Und wenn man die auf die Wunde macht, geht alles gut. Und das ist eine Paste aus Laschen und Fichtenharz. Fichte, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich habe immer Harz von Tanne und Kiefern geholt. Tanne, glaube ich, Tanne. Da gehe ich jetzt hin. Habe ich falsch eingeschätzt. Und nun und bleibe ich doch nicht stehen. Ich richte so gern. Holz. Lauf. Ups. So, das war's. Jetzt noch Ansprache halten? Nein, heute nicht. Ist alles gesagt. Laschen. Harz von Laschen, dass das so mühselig ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Tja. Ist ja gut, ey, Mann, oh Mann. Da gucke ich nochmal neu, aber da ist auch nichts. Da sind drei Spechte an einem Baum. Darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Ist aber so. Das ist der mittelste von allen. Siehst du das? Zack. Wo sind die anderen? Ich kann ja nicht alles machen, da ist jetzt fort. Aber da unten war noch ein. Der ist auch nicht mehr da. Da kommt sie klar, da oben läuft er. Wo ist denn der andere? Ja, da ist er. Halbe Strecke. Ich sag mal, und da oben ist er, oder? Und über mir ist er auch noch. Wenn so viele Zimmermänner des Waldes, hat er jetzt was zu sagen. Das ist er fort, da auch jedenfalls. Okay. Und das ist auch noch eine Lärsche. Ja, vielleicht ist dort ein Harz. Aber guck mal. Wenn die da rumhämmern, sind auch Löcher drin.
Wutsch, so viel Specht auf einen Schlag. Gibt's denn das? Wutsch, wutsch. Aber es gibt nichts Gescheites. Ich geh jetzt heim.